Herzlich willkommen, hallo, alle wundern sich jetzt, hey, das haben wir noch gar nicht gesehen während des Spiels. Das ist das Intro von Unplugged, passenderweise, weil wir ohne Strom Brettspiele spielen an der Stelle. Pfiffig, ja, sehr, sehr pfiffig. Smart. Und ich heiße euch willkommen zu Unplugged, unserem hauseigenen Nerdstar-Brettspielformat. Und ich begrüße da den Dirk gerne wieder. Hey, na, grüß dich doch erstmal. Den kennt ihr aus einigen Slots, da war er dabei, bei den Partyspielen vor allem. Und Ben natürlich auch wieder am Start. Hi. Heute oder in diesem Slot wird er ein bisschen mehr Luft holen können, weil er wenig erklären muss. Das übernehme ich diesmal. Und wir spielen eine halbe Stunde Small World of Warcraft. Und dann spielen wir nochmal Cutterland an, wo ich mich auch sehr drauf freue. Oh, wir werden ein bisschen was zerschnibbeln. Ja. Und ganz am Ende gibt es noch einen Raffle, meine Damen und Herren, am Slots. Also bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Okay. Wer noch nie was von Small World of Warcraft gehört hat, wie würde man das im klügsten zusammenfassen? Es gibt eine Map, es gibt verschiedene Fraktionen, verschiedene Rassen mit verschiedenen Fähigkeiten. Und das Ziel des Spiels ist es, Siegpunkte zu sammeln. Victory Coins, Siegmünzen, sagt man eigentlich dazu dann. Und der Kniff ist, seine Rasse, seine Fraktion früh genug wieder untergehen zu lassen, um wieder genug Plättchen zur Verfügung zu haben, um damit wieder was erobern zu können. Wie das genau funktioniert, werdet ihr gleich sehen. Und wir spielen eben diese neue WoW-Version, die, wie man schon sieht, wir können ja mal auf das Brett kurz runtergucken, ganz schöne Komponenten hat, finde ich. Man sieht auf jeden Fall, dass es um WoW geht und irgendwie der Artstyle kommt einem sehr bekannt vor. Sogar ich finde das sehr bunt. Ja? kommst zurecht. Ja, ja, das geht. Ja, das ist doch schön. Und genau, wir werden in diesem Slot zwei Spiele spielen, um das Ganze so ein bisschen zur Closing-Party am Ende noch so ein bisschen zu entzerren. Es war jetzt alles sehr schnell, ne? Ja, es war alles, viel Input. Und wie es immer so ist, siebte, achte Stunde, da ist besser ein bisschen Sport. Ja. Da kann man noch ein bisschen abschalten irgendwie, aber da dann nochmal Mathe, weißt du, das ist nichts. Nee. In der Tat. Das ist auch in der ersten nicht so, ja. Und von der ersten bis zur siebten vorher wahrscheinlich. Und deswegen werden wir jetzt hier Small World of Warcraft spielen. Wir haben es schon aufgebaut. Man sieht die drei Inseln, auf denen das hier alles stattfindet. Man sieht die Murlocs, die auf den Inseln schon rummachen. Und da zu finden sind. Danke dir. Ja. Hab mir auch sehr viel Mühe gegeben. und die Berge liegen auch schon drauf. Und der Kniff dieser Version von Small World sind eben diese Artefakte, die hier auch noch rumliegen. Da hinten sieht man noch eins und da hinten führt es mein Arm. Viel zu kurz. Geheime Artefakte sozusagen. Und das werden wir erst rausfinden, was da liegt, wenn wir das Ding erobern. Mhm. Hier liegen die Rassen- und Fähigkeitenkombinationen. Was die bringen, würde ich sagen, erzählen wir den Zuschauern, sobald wir sie wählen. Aber wer es gerade nicht sieht, wir haben die Bergbautauren, wir haben die Bauernpandaren, wir haben die kräuterkündigen Gnome, wir haben die Schmiedekobolde und wir haben die Sumpfbewohner Naga und ganz unten. Passt ganz gut. Defensive Verlassene. Exakt. Also WoW-Spieler, WoW-Fans werden das hier alles wiedererkennen und freuen sich, glaube ich, auch über die Aufmachung des Spiels. Ja. Richtig schön, ich bin tatsächlich vielleicht ganz kurz Input von euch, WoW, Warcraft generell, Berührungspunkte gehabt. Ja, so 18 Stunden am Tag für ein halbes Jahr, so von 20 Jahre her, aber ja. Was hast du geradet? Hast du Vanilla gespielt? Das ist heute, ja, Classic. Okay. Alter, okay, krass. Ja. Und du bist doch auch in WoW noch ganz gut unterwegs. Ja, also ich habe bis vor Beginn meiner Bachelorarbeit, man muss dann irgendwann so die Grenze finden, habe ich da auch mit eine Gilde geleitet, was ja auch irgendwie eine Organisation für sich ist. Es ist unbedingt wirklich krass. Unbedingt. Ich könnte jetzt hier alles managen, wenn ich wollte. Ich habe so viel Erfahrung. Ich war Raid Lead, ich fürchte durch. Oh ja, Raid Lead ist auch mal eine andere Sache. Auch da muss ich schon viel reden. Aufgehen kann. Das finde ich auch mal ein spannendes Talkthema für wann anders, inwiefern man Soft Skills durch Videospiele lernen kann. Richtig gute Idee. Schon was, Video oder Brettspiele, also ja. Sowohl als auch, ich glaube auch. Das merken wir uns für wann anders. aber ja, ich habe auch viel Klassik jetzt gespielt und Mountain Core geradet, was gibt's denn noch? Ankiraj, das ist das Letzte und da habe ich aber dann aufgehört. Und hier, ob wir mir kurz noch mal das zeigen ja, wollen vielleicht. Ja, man sieht auch auf einigen dieser verschiedenen Länder, die es hier gibt, Orte, die man aus WoW kennt. Also es gibt auch irgendwo ein Land mit Dark Portal drauf, mit dunklem Portal. Es gibt hier Westfall irgendwie und es gibt, hier ist das Dark Portal drauf. Mhm. Oh ja, cool. Irgendwo ist noch so ein Dalaran zu finden. Also WoW-Fans finden da die bekannten Orte auf jeden Fall. Schöne Details. Und es beginnt der zuletzt ein Videospiel gespielt hat. Wer wäre das von euch? Ich sag mal so,
Ich würde gerne bei euch nochmal kurz die Züge gucken vorher, aber ich habe vorhin gerade eben, für den nachfolgenden Programmpunkt, habe ich möglicherweise ganz kurz ein bisschen gespielt. Dann gewinnst du vorher die ganze Zeit. Also es geht um Videospiel, ne? Ja, es ist ein ziemliches Videospiel gewesen. Ja, okay, dann gönn dir. Dann noch mal. Ja, das heißt, ich darf jetzt als allererstes mal loslegen und muss mir... Was ist denn die erste Sache, die man im Spiel so macht? Ich muss erst mal Volk aussuchen. Erstmal abfragen. So, das ist ja, genau, Regeln abgefragt. Ne? Das ist 7., 8. Stunde Test heute, oder was? Ich habe ja keine Ahnung, muss ich lernen. Also, das Ding ist, ich muss mich erstmal entscheiden hier für eine für ein Volk, mit dem ich unterwegs bin. Und ich liebäugel jetzt hier gerade, dass er sowohl mit den Pandaren als auch mit den Tauren. Bin nicht tief genug drin, als dass ich genau wüsste, was die alles können. Die Tauren zum Beispiel sind aber mit einer sehr großen Armee unterwegs. Ja? Das sind viele. Dafür brauche ich auch hinterher, um Länder zu halten oder Gebiete zu halten, brauche ich auch vor Ort dann noch viele Krieger immer. Das ist sozusagen dann der kleine Setback an der Stelle. Es klingt aber erstmal für mich nach so einer Geschichte, die mir sympathisch ist. Was bei den Pandaren die Main-Geschichte ist, weiß ich nicht. Das fällt mir schwer. Deswegen, ich entscheide mich für die Tauren, wenn das okay ist. Die hätte ich auch genommen, leider. Ja? Sorry. Tut mir ein bisschen weh. Dann rutschen die jetzt alle hoch. Die rutschen alle hoch. Und die verlassen Defensiven kommen dahin. Genau, und ich addiere jetzt, hier sind ja zwei Zahlen drauf. Einmal das Taurenvolk, da sieht man schon, 11 ist hier die Zahl, plus mein Bergbaudings und so viele Plättchen nehme ich mir jetzt hier raus von meinem Volk. Richtig. Sind an der Zahl 15 Stück. Das ist eine ganze Menge. Tauren Master Race wird hier im Chat geschrieben. Also ich wünsche dir viel Erfolg. Gibt es denn so viele überhaupt? Ich glaube, es gibt genau 15. Genau 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es müsste sogar 16 geben eigentlich. 12, 13, 14, 15, 17, 16. Genau, aber hier ist noch ein 5. Weil es gibt einen 5er, dann wird es passen. Ja. Ben ist schon wieder hier in seinem Brettspiel denken. So, in meiner ersten Runde bin ich hier noch nicht unterwegs mit Erobern, oder? Doch. Ja? Wirklich? Hau rein. Okay. Das heißt, ich schaue es mal ganz kurz. Das heißt, ich gucke jetzt mal möglicherweise ganz kurz. Ich kann jetzt an einer der Stelle, wo so Hafensymbole drauf sind, kann ich einen anlegen. Ne? Bergbau, das heißt, ich will ja mal hier in das Berggebiet rein, hier vorne. Kann ich mir aussuchen, mit wie vielen ich da rein? Du brauchst immer zwei zum Zwei ersten, mindestens. Ne? Genau. Macht für mich jetzt auch erstmal keinen großen Unterschied, oder? Könnt ihr mich direkt am Anfang da wir auch... Können nicht, wenn wir dran sind, raushauen, aber du gehst das mal rein, kriegst die Punkte und alles ist cool. Kann ja mit vieren reingehen, oder? Du kannst erst mit zwei, du kannst sie am Ende alle umverteilen. So, zwei rein. Zack. Was denn? Wieso? Da ist doch auch ein Hafen. Den hab ich nicht gesehen. Hab ich doch alles gesehen. Aber da ist doch ein Berg. Da brauchst du sogar noch einen mehr. Ach so, da brauche ich einen mehr. Ja, guck mal, das sind Dinge. Ich dachte, das könnte ich einfach so wegen der Bergbau. Ach nee, genau. Nee, du kriegst einfach einen Punkt mehr. Alles klar, I see. Du willst da schon hin. Okay. So. Hast du auch gleich das ausgesucht, wo die meisten Berge drauf sind? Ja, bist schon clever. Bin sehr clever unterwegs. Oder war das Zufall? Ja, war Zufall. Oh, moin, Steff. Steff sagt Hallo im Chat. Hallo, ja, Steff. Guten Tag. Grüß dich. Der Krimi-Master musste uns ja leider verlassen und sitzt im Zug und guckt uns zu, ist also irgendwie auch noch dabei. Ist ja auch ein defensiver Verlassener. Ja. Okay, cool. Ja, okay. Du musst die aktive Seite da hinlegen, also nicht die schwarz-weiße. Ja, ist auch richtig. Seht ihr? Hier, Anfänger unter uns. So, und jetzt könnte ich mich aber noch für eine weitere Dings entscheiden, oder nicht? Mhm. Du hast aber jetzt wie viel hingelegt? Drei? Drei. Brauchst vier. Vier? Brauch vier. Hafen und Berg. Hafen auch einen mehr? Ja. Wenn du noch keine daneben hast, die dir gehört, ist es vier. Ah, Leute, ganz ehrlich. Das ist ein Struggle. Also ich würde jetzt hier taktisch, würde ich hier auf der Insel einfach noch an der Stelle nochmal von der anderen Seite kommen wollen. Oder so, ja. Du kannst auch einfach daneben jetzt loslegen. Also ne? Hier wäre halt nochmal nicht schlecht. Könntest du auch machen. So. Das sind aber noch drei dann, die du brauchst. So. Perfekt. Fertig. Wie fertig? Willst du nicht mehr weiter? Ja, du machst weiter jetzt. Bist du keine Person? Meint ihr wirklich, ich muss alles rausbringen? Ja, du willst ja Punkte haben. Du willst, und danach die Runde kannst du alle wieder aufheben. Okay, du gehst hier überall rein. Ich verstehe das. Und dann kann ich von da aus ja jetzt hier rüber, ne? Ja, potenziell. Sind dann nochmal drei. Das kostet aber auch. So. Und da habe ich noch zwei übrig. Ja. Und dann könnte ich. Für den Murdoch bräuchte ich auch einen extra, ne? Ja. Weil da will ich ja eigentlich hin, sonst mit dem Artefakt. Ja. Unsinn am Tisch sind ja auch anderen Spielern Tipps in ihren Zügen geben, ne? Ja. So, pass auf. Hier rüber. Okay. Kannst du den Berg nicht auch haben? Nee, kann ich später noch. Okay, ja, stimmt. Das heißt. Wer will da noch hin, ne?
Wer will da noch hin? Oh, mal gucken. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Ländereien. Ja. Das heißt, du kriegst 5 Victory Coins. Ja. Plus, weil du Bergbauer bist, kriegst du noch einen für die Höhle, nicht wahr? Genau. Ist hier keiner? Ach, nee, ist nicht. Nee, muss schon so eine Höhle sein. Na, das heißt, du darfst jetzt 6 Victory Coins nehmen. Ja, ich habe mir schon 5 genommen. Einen weiteren nehme ich mir. Ich nehme mir mal besser eine große Münze. Ich kann die, oder sollte die ja jetzt umdrehen auch, ne, dass ihr gar nicht so nachvollziehen könnt, wie viel ich habe. Mhm. Perfekto. Okay, bitte. Jetzt kann ich noch umverteilen. Bitte? Ach so, ah ja, jetzt könnte ich noch umverteilen, ne? Nö. Okay, nö. Ist gut. Okay, dann werde ich jetzt, ich wollte eigentlich die Taure nehmen, aber dann nehme ich jetzt Folgendes. Ich werde, das ist teuer, ne? Aber ich werde 1, 2, 3 ausgeben für die Naga. Das finde ich sehr gut. Die Sumpfbewohner Naga. Sumpfbewohner heißt, lass mich ganz kurz gucken. Ja, Gegner müssen dir eine Siegmünze bezahlen, wenn sie eine deiner Sumpfregionen erobern. Und Naga bedeutet, ich darf in Gewässern starten. Das heißt, und ich muss dafür nur 2 bezahlen, ne? Ja. Ich denke. Oder was meinst du, ja, ne? Wie viel kriege ich? Ich kriege 10 Naga. Wenn mir die jemand geben könnte. Doch, welches Symbol brauchst du? Du brauchst den... Ich brauche einen Fisch. Fischmensch. Fischi, die sind hier. Fischi. Die Fischis, die Naga. 10, ne? Wenn ihr Fragen habt im Chat übrigens, ich habe da auch Multitasking-fähig, wie ich bin, ein Auge drauf. Wenn ihr Fragen habt, behaltet es für euch. Behaltet es bitte für euch. Stört mich nicht, ich muss spielen und gewinnen. Ich konzentriere mich, ich stehe schon, also ich bin am Tryharden. Ja, ja. So, und jetzt habe ich, weil das ist ja keine Entry-Region, ne? Das heißt, ich kann einfach in den See schwimmen. Und würde mal, korrigiert mich, wenn ich es falsch liege, dann würde ich gerne in den See hier schwimmen für 2. Dann würde ich das hier erobern dann für 2. Das hier umdrehen. Und bekomme, was ist denn das für eins? Ein Artefakt, das erste Artefaktbild umgedreht. Aegis von Agrama. Ich weiß nicht, ob man das als WoW-Spieler erkennt, aber am Ende deines Zuges legst du die Aegis in eine Region, die du besitzt. Diese Region ist immun gegen alle Fähigkeiten und Eroberungsversuche, außer der Gegner bezahlt dir 2 Siegmünzen. Ja, eben ist noch Siegpunkte, auf keinen Fall. Und dann würde ich ganz gerne noch einmal darüber sliden, hier in den See. Ja. Und würde, und würde dann auch noch für 3 den Murloc da gerne angreifen mit dem Artefakt. Ja. Liest du gerade irgendwas nach? Wenn du was mal nächstes Folge so kann. Okay. Das heißt, ich gebe dir jetzt das Artefakt, ja? Ja, drehst es um. Dreh es um und der Murloc ist besiegt, ne? Der Murloc ist leider vertrieben, ja. Und das dürfte der Phönix sein, wa? Alas Asche. Leute, die Burning Crusade gespielt haben und ewig lang dieses Mount gefarmt haben, werden wissen, wovon ich spreche. Oh je. Einmal pro Zug erlaubt Alas Asche dir, eine beliebige Region auf einem beliebigen Spielplan zu erobern. Ist cool. Das heißt, sie muss nicht angrenzend sein. Ich habe noch ein Plättchen. Mit dem könnte ich Dinge tun, weil es gibt ja noch den Last Conquest, nicht wahr? Und ich denke, das mache ich in diesem See hier. Das heißt, ich muss jetzt versuchen, diesen Würfel zu würfeln. Und müsste ja normalerweise 2 für diesen See bezahlen. Aber wenn ich jetzt für meine letzte Eroberung mindestens eine 1 auf diesem Würfel würfle, bekomme ich dir zugerechnet und hätte genug. Ich drücke dir die Daumen. Tust du gar nicht. Doch, tue ich wirklich. Das ist aber schade. Frech. Einfach frech. Gut, dann wird das nicht funktionieren und ich verteile die irgendwo anders hin. Da liegen 2 in dem See. Dann werde ich noch mal diese Region hier verteidigen. Und Alas Asche da hinten kriegt dieses Aegis, damit es keiner einnimmt. Und dann bekomme ich Siegpunkte. Was haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, wa? Das sind echt wenig. Das waren davon mehr. 4 Stück. Ja, dann hätte ich gerne 4 Siegpunkte. Aber sehr gerne doch. Du bist ein Engelchen. Du bist durch? Möchtest du noch umverteilen? Nö, ich bin so ganz zufrieden. Okay, dann nehme ich mal die Bauern-Pandaren, weil wir alle wissen, Pandaren lieben Landwirtschaft. Dafür kriege ich jetzt auch sogar eine Münze. Vielen Dank an den edlen Spender. Ja, bitte, bitte. Die Plätzchen habe ich mir ja schon genommen. Jetzt haben wir die wütenden Zwerge und die befestigenden Menschen. Die Bauern-Pandaren brauchen ja tatsächlich Felder. Und ihr habt euch ja die meisten Felder schon gesichert. Also kann ich erstmal hier hin für 3. Dann gehe ich hier hin auch nochmal für 3.
Und dann wäre auch noch ganz gut, ne? Oder hier, oder nicht. Ich breite mich mal hierhin aus. Hier liegt jetzt, ne, ein, was ist das, Murdoch-Plättchen drin. Mhm. Das heißt, da müsste ich ja normale zwei für ausgeben zum Erobern. Ich lege einfach nochmal einen mehr rein. Dann kommt der quasi raus. Und das war's. Das war's? Ich glaube, ja. Ja, easy peasy, lemon squeezy. Aber ich kriege trotzdem 1, 2, 3 und weil ich die Bauern bin, 4, 5 Punkte. Damit bin ich auf jeden Fall erstmal zufrieden. Ja, glaube ich dir. Im Chat wird gerade gesagt oder gefragt, für wie viele Spieler ist das Spiel? 2 bis 5, wenn ich mich nicht ganz irre. 2 bis 5, genau. Und es werden immer so viele Inseln ausgelegt, wie Spieler mitspielen, sodass man immer eine kleine Welt hat, die nicht genug Platz für alle bietet. Hätte ich Small World nicht bereits mit zig Erweiterungen, wäre das interessant, aber so sieht es kaum nach Neuerungen aus. Man hat diese Legendary Places, du hast diese Inselmechanik, du hast wieder neue Rassen und Klassen, Fähigkeiten und das haben wir noch nicht erklärt, ich glaube, mach erstmal deinen Zug schon mal. Ich fang schon mal an, ne? Erstmal kriegt ihr, glaube ich, beide so ein Peace-Plättchen hier. Das hier sind die, glaube ich. Ne? Ah, die, so ein Peace-Plättchen. Ich habe euch beide nicht angegriffen, also wenn ihr mich angreift, dann hätte ich gerne, was? 2 Siegmünzen für euch. Okay, du bist ein sehr friedfertiges Volk. Ja. Das ist hier dein Ding, das oder was? Das ist mein, ich bin Panda, ist halt. Die sind 2 Siegmünzen kostet. Ja, 2. Wenn man dich angreifen will. Also, würde ich mir überlegen. Mhm. Und es dann? Gibt, ja, stimmt. Es gibt einen Fraktionsbonus noch. Wenn eine Rasse der Allianz die Horde besiegt oder andersrum, bekommt man extra noch einen Siegpunkt. Was auch ganz cool ist. Ja, haben wir alle. Du bist hier Horde, ne? Ja, und du bist nicht so. Wir sind beide neutral. Ja. Die sind davon ausgeschlossen. Vandalen sind neutral, echt? Ich habe lange kein WoW mehr gespielt. Ja, die können zu beiden. Okay. Damals konnte man sie immer schon in der Taverne anheuern, ne? Ja, ganz kurz. Ich kann doch in den. Jetzt müssen nur noch 2 draufbleiben hier auf dem Berg, oder? Müssen da weiterhin. Genau, mehr bei den Tauren müssen nur 2 zum Erobern müssen. Ich meine aber, nur zum Erobern muss ich mehr haben, ne? Ja. So, dann nehme ich jetzt überall bis auf 2 meine Plättchen wieder auf. 1, 2, so. Das heißt, ich habe wieder noch neue in der Hand. So, und ich werde diesmal mich hier dem Genosse Murloc widmen. Das mache ich mit 2. Aber da, 3. Wieso 3? Murloc. Einer mehr, ein Plättchen mehr, ein Marker mehr. Ja, aber du bezahlst 2 normal, plus 1 für jedes. Ich muss nur mindestens 2 benutzen, oder nicht? Nein, für jeden Gegner, der drin ist, musst du einen mehr ausgeben. Ja, und, aber und ich meine, es kostet 2, ein Land zu erobern. Ach so. Ja. Plus 1 für jedes Plättchen, was da drin liegt schon. Wir sind jetzt schon gutmütig und geben dir nicht noch 1 mehr fürs Artefakt. Müssen wir auch nicht machen. So, und was ist es? Ich hab hier. Oh, das kenne ich. Das ist. Nee, was ist das? Ich sehe, das ist ein Summoning-Dings, oder? So ein Summoning-Stone? Versammlungsstein. Du bezahlst nicht das zusätzliche Völkerplättchen als Reisekosten, wenn du eine nicht angrenzende Zugangsregion. Das heißt, du könntest jetzt hier angreifen für 1 weniger. Also, ne, du bezahlst diese Reisekosten nicht. Ja. Du könntest aber auch sehr gut hier angreifen für 1 weniger. Ja, ist super. Nee, machen wir nicht. Ich habe meine anderen beiden, die wohnen hier. So. Die wohnen da jetzt? Ja. Okay, cool. So, fertig. Jetzt kriegst du wieder Siegcoins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus 1. Müssen wir da mal was machen. Müssen wir auch. Wieso? Ja, weil das nervt. Da du da dran bist, gehst du gegen ihn vor und ich übernehme die Landschaften, die du hinterlässt. Nee, das ist auch nicht fair. So, das ist das Ding. Jetzt müssen wir überlegen, wem hier wer vertraut. Naga sind dran, ja? Das heißt. Er ist raus. Ich schnappe mir die, kannst du mir die geben, die da hinten überflüssig sind? Jeweils, dass nur einer drin liegt. Nur einen nur noch, ne? Mhm. Das sind schon so ein paar, ne? Die Nagas. Achso, und das andere sind ja die Pandaren da. Exakt. So, die Pandaren. Pandaren eingreifen kostet halt Siegpunkte, das mag ich nicht. Mach doch. Aber ich überlege gerade, ob ich nicht vielleicht einfach. Sumpfregionen kann ich einfach erhalten, ne? So war das. Ich würde gerne für 2 dich hier holen. Für 3 die Sumpfregion da oben holen, bei dem Murloc. Exakt, das war das Angriffsgeräusch, auf das ich gewartet habe. Und, wie viel hast du denn hier drin liegen? Das ist hart. 3 Stück, 5, ja, kann ich gar nicht rein, aber ich könnte. Du hast keinen Sumpf, ne? Nee, hast du nicht. Aber ich könnte dir vielleicht. Doch, du hast hier einen Sumpf. Guck mal, ich will hier rein und ich benutze dazu Allah, also diesen Phönix. Ja. Und jetzt muss ich hier auch wieder, ich muss eine 3 würfeln. Das wird halt, glaube ich, schwierig. Vielleicht mache ich das nicht. Wollte ich gerade sagen. Was ist los mit dir? Ich will in den See rein. Aha. Das ist ja langweilig. Und Schaffst du. Ja, jetzt bin ich im See drin. Toll. Für mich freuen ist wichtig. So. Und
dann werde ich ganz kurz meine Siegpunkte zählen, weil viel mehr kann ich nicht machen. Ich kann auch umverteilen. Mhm. Ich möchte in jedem See nur ein Plättchen lassen, aber ich möchte gerne das hier irgendwo hinschieben, wo ich gerade gefährdet bin. Und ich denke, ich bin... Also ich bin Friedrich Händler. Gegen mich brauchst du nicht verstehen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie Friedrich du bist. Ich bin Friedrich Bauer, Entschuldigung. Friedrich? Händler. Wie Friedrich du bist. ich würde das hier mal hier hinlegen, dass mich da keiner ärgert. Und ja, das ist okay, Studio auseinandernehmen. Da ist Chris ein bisschen am Randalieren, aber das passiert. Kannst du was denn? Den ein? Woanders hinlegen? Und zwar... Nee, lass den mal da liegen. Okay. Und dann traust du mir etwa nicht? Eins, nö. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Siegpunkte. Hoffentlich schlecht, aber immer noch weniger als da. Hätte ich gerne von dir, dich. Ach so, von aus dem Pool. Ja, ja, das kann ich dir machen. Von mir, dachte ich schon gerade. Moment. Meine Barbaren. Da sind ja auch nicht so viele, ne? Pandaren. Ja, danke dir. Schub, schub. Ah, jetzt waren doch ein paar übrig. Dann gehe ich doch einfach erstmal vielleicht hier rein für zwei. Kommen die eigentlich meine Plättchen wieder, wenn die besiegt werden, oder kommen die weg? Eins kommt immer weg und die anderen kriegst du wieder. Genau. Das heißt, einer ist dann immer leider dem Untergang geweiht. Dann gehe ich mal für drei hier rein und dann versuche ich es mal hier. Und. Ach, das ist keiner mit rein, ne? Darf ich hier noch woanders hinsetzen? Du darfst ihn jetzt umverteilen, allerdings schon. Nice. Ey, greif mich doch eh nicht an. Ich bin so ein friedlicher, kleiner, guter Panda. Ich hasse Pandas. Da bist du. Ach komm, ich leg den doch einfach mal. Ja, das sind mir da zu viele Nagas. Zack, fertig, aber jetzt gibt es nicht so viele Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich mich nicht verzählt habe. Gut. Immer doppelt, was? Nee, ich kriege immer die hier doppelt. Ach, die ne? helfen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und noch irgendwo weiter. Ja, Felder kriegt er. Felder kriege ich einen mehr. Ach so, das war ganz schön gut. Ja, es ist okay, also... Okay, ich würde sagen, wir machen noch eine Runde. Wir sind dann haben wir es fertig angespielt. Eine schnelle Runde, wir haben noch ein zweites Spiel. Ja, okay, dann sammle ich. Ich habe jetzt erstmal nicht so viel einzusammeln, aber ich kann jetzt mich entscheiden, ein, zwei Dinge aufzugeben. Das mache ich auch. Ich nehme das jetzt mal hier, die noch weg. Und mit den... Sehen kann man nicht angreifen. Kann normalerweise. Nicht? Nee, kann man nur, wenn Warum man nicht? Hier so ein Nager ist. Kann man nur, wenn man sich dann wohlfühlt, ja. Ja. Ich finde, wir hätten einfach zu dritt auf einer zweiten Karte. Okay, aber ganz kurz. Ich kann ja zu dir irgendwo rüberreisen, ne? Hierhin kann ich schon ohne Probleme. Können Sie potenziell? Muss man wieder einen mehr für ausgeben. Muss ich nicht, weil ich habe diesen Reisestein, ja? Ah. Ne? Deswegen kann ich da gratis hinreisen. Den solltest du nicht so lange mehr haben. So. Na, nicht da rein. Du Warum kannst für eine Kosten weniger auf so eine. In die Randgebiete. Ja, genau. Das ist ja schwierig. In diese Hafendinger kannst du für eins weniger. Ja, da sind sie über die Pandaren. Ja, dann lass es halt. Greif mich doch an. Und gib ihn zu. Ich will nicht, dass Ben gewinnt. Ich bin ein Händler, ich taufe an. Das Ding ist, alle erwarten, dass Ben gewinnt. Warum? Guck mal, aber ich kann da hier rein. Guck mal, da kann ich doch auch rein. Ja, aber greif doch Ben an. Nee. Doch bitte. Ich habe am wenigsten Punkte gerade. Also, wenn wir beide auf Ben gehen, dann gewinnt er nicht und einer von uns. Was seid ihr für Gastgeber? Ja, jemand, der nicht freundlich ist. Dann nehme ich die auch noch weg hier. So, zack. Und dann greife ich jetzt hier an. Mit der vollen Wucht. Entschuldigung, würdest du nicht? Doch. Okay, aber du musst drei bezahlen. Also. Ja, Sümpfe von mir sind. Fünf Heinis habe ich hier sitzen. Ja, aber du musst nur drei hinlegen. Aber ich könnte doch fünf da hinsetzen. Ja, aber das bringt dir halt nichts. Sicher? Das ist kein Vorteil. Kein Vorteil. Du kannst am Ende kann hinterher nicht besiegt werden da, oder nicht? Du kannst eher umgruppieren. Ja, okay, gut. Aber das, ich muss jetzt ja sowieso irgendwie die wegnehmen. Ich kann dir ja, also wenn ich das hier sichern möchte, muss ich es irgendwo wegnehmen. Das stimmt. Meint ihr, ihr greift hast, nicht hast, an? Hast du noch ein Plättchen über? Ich greife dir auch nicht an mit rein. Ist schon okay. Ich greife dich. Nee. Gut, dann zähle ich jetzt Punkte. Du hast noch zwei Sekunden. Drei, vier, fünf, sechs, sieben plus eins, acht Punkte nochmal. Okay, ich muss den jetzt noch platzieren, weil du den von mir umgekickt hast. Und einer ist weg von meinen Nagas. So, jetzt haben wir die eine Funktion gar nicht gezeigt, aber das kann ich gleich nochmal kurz erklären. Das mache ich in meinem Zug gleich. Ja, okay, gut. Dann würde ich ganz gerne noch... Eigentlich will ich die... Dann werde ich wenigstens zwei da. Okay, ich hätte gern die... Ich nehme mir die einfach... Die beiden Plättchen, das Plättchen. Habe ich das mit der nicht angrenzenden Zugangsregion verstanden von meinem Reisestein? Richtig nice. Das geht jetzt nie, ne? Okay. Und ganz ehrlich,
Mann, das ist so doof. Also wenn ich witzig nicht gewinne, darfst du mich tatsächlich nicht angreifen. Aber gerne. Ich schnapp das weg. Aber erst Kohle, dann... Ja, hier zwei. Mhm, ist okay. Schnapp ich dir das weg. Das kostet jetzt schon drei, ne? Mhm. Ja, war doch... Ich hab gedacht, wenn ich dir genug wegschnappen kann, aber das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Und dann kriege ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Siegpunkte wieder. 7 Punkte für dich. Achso, sorry, mach ich. Ja, hätte ich. Und dann bist du dran. Dann bin ich dran und da ja Small World of Warcraft unter anderem davon lebt, dass man irgendwann sagt, mein Volk hat so sein Zenit erreicht und geht jetzt unter. Ne, ich habe ja jetzt auch tatsächlich keine Plättchen mehr. Ich bin jetzt hier ausgedünnt, ich könnte mir noch das Plättchen nehmen. Ich könnte mir hier irgendwie eins nehmen, dann kann ich mir nicht mehr so weit. Ich könnte noch ein bisschen, aber nicht mehr so viel. Mhm. Dann sage ich jetzt einfach mal, Leute, ich gehe unter. Ja, dann drehe ich die hier um. Sehen wir das nochmal. Dann zack, ne, kommen die hier auch alle weg. Überall lasse ich einen davon liegen. Die sind jetzt hier alle auf ihrer ausgegrauten Seite. Das waren auch, glaube ich, alle. Dann nehme ich hier auch mein Volk und drehe das um. Manchmal haben die auch noch Fähigkeiten, wenn die untergegangen sind, dann würden die hinten draufstehen, aber ist in dem Fall nicht der Fall. Und sonst mache ich leider nichts, außer mir hier ein super cooles neues Volk. Leider liegen hier nicht die mit den Granaten, wo man überall angrenzende Granaten reinigt und die dann umdreht und gucken, ob die explodieren oder nicht. Aber ich würde mir jetzt vielleicht einfach mal die Gnome nehmen, die können euch mal Luftschiffangriffe machen. Dann kann ich, und ich kriege noch einen Punkt dafür, das ist doch ganz... Mal gucken, ob das so... Aber du nimmst ja erst nächste Runde. Du musst erst nächste Runde Fraktion wählen. Wenn ich jetzt mal einen Punkt nicht gewinne, habe ich nicht den tollsten Plan gehabt. Das heißt, das machst du jetzt noch nicht. Aber du hast die 7 Punkte genommen für deine... Nee, das kommt ja auch noch. Ne? Und die bringen auch jetzt immer weiter Punkte. Solange die anderen die nicht wegballern, kriege ich dafür Punkte. Aber es kostet nicht mehr 2, um mich anzugreifen. Aber der Friedensdings... Der Friedensding ist weg quasi. Und du kriegst keine extra Punkte mehr für Farms, weil du die Fähigkeit verloren hast. Leider. Und damit sind es tatsächlich nur noch 4 Punkte. Ja, also wenn wir jetzt weiterspielen würden, wäre das ein smarter Zug. Da es die letzte Runde ist, wären wir nicht hundertprozentig effizient. Ich wollte das ja nochmal zeigen. Wie viel habt ihr denn so? Da können wir ganz kurz mal eine Abrechnung machen. Nee. Ich habe 16. 16, da träume ich ja von. Guck mal, 16 habe ich allein mit meinen 2 Fünfern und den 2 Dreiern. Wieso habe ich so wenig? Ich bin ja richtig schlecht. Nee, ich hab 18. Was machst du jetzt? Ich noch 2 Einser dazu. Oh, da ist noch ein Fünfer. Guck mal, 18. Guck mal hier, safe. 18 plus 9 sind 27 Punkte. Boah. Weißt du, soll ich so einen coolen Move machen? Wir sagen, guck mal, du hast 21, ich habe hier 20, dann kommen noch 4 dazu, aber es reicht nicht zum Gewinnen. Ja, Tauchen sind Early Game. Tauchen sind krass. Aha, Early Game, Early Game. Ja, dann schöne Runde. Wir können das mal abräumen. Mhm. Und ich hole das nächste Spiel ran. Und vergiss nicht, also räum mal ab und ich sage mal, was es gleich am Ende des Slots im Raffle gibt, ganz kurz. Das ist so, vielen Dank. Haben wir die Box? Wir verraffeln ja ein bisschen was. Ja, die Box ist da. Aber schieb das mal an die Seite vielleicht. Einfach guck mal, was passiert. Wir schieben erstmal, ja, weil das Ding einzusortieren ist. Das mache ich ja mal am liebsten mal so spielen. Ja? Ich habe neulich Tekino einfach in die Box geschoben. Als ich dann nächsten Mal spielen wollte, dachte ich mir, oh Gott, was hast du getan? Vollidiot. So, es gibt jetzt gleich am Ende des Slots im Ticket Raffle verlosen wir ein paar Dinge. Und zwar gibt es Greenville, es gibt Space Taxi und es gibt Dreamscape. Ja. Viel davon hat man schon bei uns im Stream gesehen. Während du abbaust, Ben, vielleicht zu jedem mal einen Satz. Ja, Space Taxi ist ein Familienwürfelspiel. Genau das weiß ich darüber. Dreamscape hat Stefan vorhin super cool beschrieben. Man baut so Träume nach, hat verschiedene Muster, sieht super knuddelig aus, ist aber dann doch irgendwie recht tiefgehend dafür und hat auch gleich irgendwie 2, 3, 4 Erweiterung drin. Es hat hier, man sieht es hinten vielleicht so ganz klein, den coolen Herr der Albträume. Der Figur will ich auf jeden Fall unbedingt spielen. Also eher so ein bisschen Richtung abstraktes Spiel. Aber habe ich noch nicht gespielt tatsächlich. Bin ich aber super neugierig drauf. Und Greenville ist tatsächlich, also das passt thematisch eigentlich auch schön zusammen, weil Dreamscape, wir träumen und Greenville, da sind wir in so einer Albtraumwelt, aus der wir dann irgendwie entkommen müssen, indem wir halt so tolle Bilderkarten haben, die wir gemeinschaftlich beschreiben. Sagen, wie die Situation weitergeht. Viele Anspielungen auf irgendwelche Horrorfilme aus den 80er Jahren da drauf. Und so ein bisschen wie Dixit oder Mysterium, nur dass bei Mysterium auch immer der Geist nicht mitspielen kann. Aber hier können tatsächlich alle Spieler mitspielen. Der Game Master muss dann quasi jedem eine Karte zuweisen, erzählt auch selbst eine Story. Und die anderen müssen überlegen, wem hat er wohl welche Karte zugewiesen, auch sich selbst. Außerdem ist die Packung grün. Danke dir. Also ohne die Ergänzung hätten wir alle überhaupt nicht Bescheid gewusst. Danke euch beiden für die schöne Erklärung. Also merkt euch das, liebe Zuschauer, das gibt's am Ende zu gewinnen. Bin ich interessiert. Dixit liebe ich ja auch sehr. Ja, dann wird dir das Greenville auch sehr gefallen. Ja, ja, ist nice. Cool. Gut, jetzt haben wir hier... Und Detective Club muss auf jeden Fall spielen. Okay. Cutterland. Ich kann ja mal ganz kurz noch... Ich sah so viele Tipps in den letzten Tagen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Die Liste wächst, das ist ganz schlimm. Cutterland spielen wir. Cutterland, spannend, weil man cuttet. Man hat Scheren, ich kann die mal ganz kurz holen, und mit denen schneidet man ein bisschen rum. Da blutet natürlich jedem Brettspieler das Herz, der das jetzt sieht. Aber
dann blutet halt ein bisschen was. Daniel, jeder haben wie so eine coole Erwachsenenschere und Daniel hat die Kinderbastelschere. Das passiert, wenn man das vorher nicht selber hinlegt, ne? Und wenn man nicht selber hinguckt und beschäftigt ist mit wichtigen Dingen. Ja. Genau, also wie gesagt, in Colorland geht es darum, man zerschneidet Dinge. Warum zerschneidet man Dinge? Weil man, ich kann ja mal so ein paar Kärtchen zeigen. Man zerschneidet Dinge? Nicht das, bitte. Nicht das. Nee, oh Gott. Das hier sind die Karten, die man zerschneidet. Davon werden gleich an jeden Spieler 3 Stück ausgeteilt. Und da sieht man verschiedene Kreaturen und Gelände. Es gibt einmal Wasser, es gibt einmal Wiese und es gibt einmal, das soll ein Moor sein. Sieht eher aus wie eine Wüste, aber das ist ja nicht so schlimm. Nee, das hier. Ach so. Der Untergrund. Ah. Das finde ich auch nicht so perfekt dargestellt. Warum nennt man sich einfach Wüste? Ja, aber naja. Ich frage dich. Alles kein Problem. Und dann wird gleich jeder nacheinander wird eine seiner Karten zerschneiden in 3 Teile. Und dann, ausgehend von ihm links, wird die Person, der Spieler, einen Teil von diesen 3 Zerschnittenen nehmen. Und dann der nächste. Und dann ist der Zerschneider selbst an der Reihe. Das wie beim Stück Kuchen, das ich teile. Die anderen dürfen zuerst aussuchen und dann komme ich an die Reihe. I divide your shoes. Exakt. Ja, so. Und nach dem Zerschneiden wird dann der nächste dran sein und dann dürfen sich wieder alle so ein Teilchen nehmen und so. Und so geht das, bis alle ihre Karten zerschnibbelt haben. Ich habe natürlich super zugehört. Wie viele Teile zerschneide ich die Karte? 3. So viele wie Spieler da sind. Okay. Ja. Quasi, also wissen, ob ihr aufgepasst damit jeder picken kann. Ich muss mal ganz kurz gucken. Genau. Und das geht dann, bis alles zerschnibbelt wurde. Und dann, wenn wir durch sind, quasi mit dem Schnippeln, dann wird nacheinander gebaut. Also ich bin ja quasi erstmal dran als Spieler mit Schnippeln und dann kann ich auch direkt legen. Also ich kann dann quasi mein Ding hier hinlegen und bekomme gegebenenfalls schon hier diese Bonusgeräte. Es gibt zweierlei. Es gibt hier einmal das Ding, das gleichzeitig als Mauer oder als Brücke genutzt werden kann. Und dann gibt es gleichzeitig das andere, das ist ein Turm und das schützt eine Kreatur. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Die Kreaturen, die darauf abgebildet sind, sind von verschiedener Art und auch verschiedener Güte. Es gibt zum Beispiel die Räuber, Kraken und Drachen, die unter anderem andere Kreaturen verschlingen. Räuber und Beute kennen wir. Na, ist klar, Räuber und Beute. Und dann gibt es andere Kreaturen, die teilweise Punkte geben. Zum Beispiel ganz klassisch, die Goblins sind einfach, ich muss sie sammeln, je mehr Goblins, desto besser so ungefähr. Bei den Kröten ist es so, ich sollte möglichst versuchen, nur eine davon zu haben, oder Schildkröten sind es, möglichst eine, höchstens 2, wenn ich mehr habe, kriege ich gar keine Punkte mehr, ist also schade. Dann gibt es die Frösche, die will ich komplett vermeiden. Das soll eine Schildkröte sein. Ne? Ja, das ist eine komische Schildkröte. Das sind Frösche, die geben immer Minuspunkte, die will ich also komplett vermeiden. Die will ich zum Beispiel entweder gar nicht ziehen oder auffressen lassen von meinen Frechdachsen. Und dann gibt es noch die Zentauren, da gibt es dann so viele Punkte wie angrenzendes Land, wie mein angrenzendes Gebiet ist. Haben wir schon erklärt, wie die verschlungen werden? Schleicht ihr dann? Nee, genau, pass auf. Also erst wird alles halt hingelegt. Das wäre schön, ne? Und sobald jeder Spieler all seine Handkarten in 3 in der Zahl zerschnibbelt hat und alles angelegt wurde überall, kommt die Handphase, also die Jagdphase. Und da verschlingen zuerst die Kraken alle um sie herum. Also wenn angenommen... Also einmal... Auch diagonal um ihn herum. Alle 8. Außer du hast einen deiner Goblins zum Beispiel mit so einem Fort geschützt. Oh, das ist Fort. Das mag ich. Oder du kannst natürlich, guck mal hier, eine Brücke würde das auch verbinden. Das heißt, eine Brücke würde dann das Feld verbinden und er würde auch den Frosch fressen. Also der Kraken würde im Wasser über die Brücke zum Frosch gehen. Ja, genau, das würde so funktionieren. Das mag ich auch. Das macht den Arm länger oder so, weiß ich auch nicht. Und der haut den mit der Brücke. Also die Krake würde hier auch den Drachen fressen, weil der Krake immer zuerst frisst. Und der Drache, der verschlingt einen was für ein Kraken? In seinem Gebiet. Der Krake kann die Drachen auch fressen, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Das ist smart. Und der Drache verschlingt einen in seinem Gebiet, nachdem der Krake Dinge verschlungen hat. Hier der Drache würde zum Beispiel entweder die Schildkröte oder den Zentauren verschlingen, weil das alles auf dem Gras ist. Wenn ich jetzt aber hier eine Mauer hinsetzen würde, würde der Drache niemanden verschlingen. Mhm. Wenn ich die Mauer hier hinsetzen würde, würde er definitiv die Schildkröte da verschlingen. Und ist sie weg, kann ich mich entscheiden, ob er den Zentauren oder die Schildkröte verschlingt. Und ich meine, wenn ich eine Brücke hinlege, würde er... Ich weiß nicht, ob er den verschlingen würde. Ich glaube nicht. Nee, würde er nicht. Würde er nicht. Nee, weil das ist definitiv ein anderes Gebiet. Also ein Gebiet ist im Prinzip immer zusammenhängend von einer Landschaftsart. Exakt. So. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und erklären den Rest beim Spielen. Ich teile jetzt mal ein paar Karten aus. Da bin ich immer für. Das ist gut, ne? Bei dem Spiel ist es, glaube ich, schlecht, wenn ich irgendwas verstanden was falsch mache. Im Chat wurde gerade gefragt, wie ist denn das
Wie oft kann man das spielen, wenn es zerschnitten werden muss? Es sind wirklich viele dieser Kartensets dabei. Also das reicht für eine ganz lange Zeit und am Ende kann man sonst einfach mit den Zerschnibbelten. Ja, man spielt halt einfach das Standardspiel dann, hat halt nicht mehr den Spaß des Zerschneidens dabei, der einen Großteil des Spielspaßes ausmacht, aber die Sachen hast du immer noch und damit kannst du einfach normales Lege-Ding spielen. Und man kann es ausdrucken auch, theoretisch. Also es gibt online die Bögen wohl zum Ausdrucken und es gibt Nachfüllpacks zum Kaufen auch. So, ich fange mal an, ja? Okay. Sogar mit verschiedenen anderen, es gibt sogar so eine Art Erweiterung dann. Also es geht dann weiter. Du willst anfangen, okay. Ich zerschneide jetzt, das sieht bitte. Man jetzt gerade nicht. Aber bei eures Zerschneiden kann man dann wahrscheinlich gleich mal sehen. Ich möchte das wir schneiden gleich für alle schön sichtbar. Ja, ich bin nur sehr weit weg. Genau, das Einzige beim Zerschneiden, die Regel ist natürlich immer entlang der Gebietskanten. Ne? Also ich darf ein Gebiet zwar in der Mitte zerschneiden, aber immer nur quasi eine Feldbreite. Ich darf nicht ein Feld zerschneiden. Die Schere ist wirklich furchtbar einfach. Ach Quatsch. Sag ich, wie es ist. Nochmal für mich müden Ben. Drei gleich große Teile? Nein, und völlig egal. Du kannst auch einen einzelnen machen. Das kriege ich dann wahrscheinlich, weil ihr zuerst aussucht. Ganz genau. Deswegen willst du ein bisschen mehr haben. Ich will schon fair sein. Deswegen muss man irgendwie fair sein. Es ist viel Taktik in dem Spiel. Ja, ich merke das schon. Aber du kannst zum Beispiel, wenn du weißt, irgendwer will genau, meinetwegen, der braucht unbedingt für sein Ding noch einen Drachen. Dann kannst du ihm auch einen Drachen einzeln ausschneiden, weil du weißt, dafür lässt er dir dann den Rest übrig. Guck mal da, das habe ich jetzt zerschnibbelt. Tut weh, ne? Was nehmt ihr? Wir können ein bisschen ranzoomen vielleicht mit der Fernbedienung. Du darfst zuerst. Ja, du hast Zoom. Ranzoomen, ich zoome ran. Einmal nach oben zeigen, damit das nicht in eine andere Kamera verstellt. Und dann ran, ich zoome. Also hier habe ich ja viele Optionen. Ich liebe ja Optionen im Spiel. Ich nehme mal das hier. Okay. Das ist schon mega gut. Okay. Was nimmst du dir? Ich nehme das. Dann kriege ich den einzelnen Drachen. So, man sieht gerade Bens auf jeden Fall und die anderen können wir dann gleich zeigen. Ich baue das, legen das jetzt auch alle, ne? Wir legen es erstmal hin jetzt, ja. Wir legen es direkt, meine ich. Oder? Und du bekommst das hier. Ja, genau, wir legen es direkt. Ja, ja. Und jetzt ist Ben dran mit Zerschneiden und kann das vielleicht vor der Kamera machen. Ich habe mich natürlich wieder nur von der Größe blenden lassen. So einen Frosch will ich ja gar nicht, ne? Genau, den kannst du ja noch fressen lassen, potenziell. Genau, so ein Zentaur, was macht der? Wenn da mindestens ein Zentaur ist, dann gibt es so viele Siegpunkte wie... Oh, das ist nicht schlecht. Das ist mega. Also möchte ich ja eigentlich... Oh, okay, das kann auf jeden Fall, kann man hart zu denken, das Spiel. Ich schnibbel einfach mal drauf los. Man kann wirklich hart zu denken, und wir gucken, was dabei rumkommt. Oh, Leute, guckt weg, wenn ihr es nicht sehen könnt. Kann ich sagen, dass mir das gerade besonders viel Spaß macht? Ja, darfst du. Normalerweise ist das so tabu, ne? Ja, ja, das, ich mag auch Legacy-Spiele genau deswegen. Ja, und wie gesagt, es gibt wirklich sehr viele von diesen Bögen. Das fühlt sich auch echt gut an, muss ich sagen. Und dann... Ich weiß schon, was ich will. Echt? Ja. Ich weiß noch nicht ganz, was ich will. Nein? Oh, das ist doch hier ein Megagebiet. Okay, ich darf zuerst, ne? Ja. Dann bediene ich mich mal hier dran und nehme hier den Kraken und lege das bei mir auch an, entsprechend. Damit ich mein, warte mal, so, meinen Frosch hier aufgefressen kriege. Dann bin ich dran, ich nehme den hier und stecke meinen Drachen irgendwie, ich glaube hier hin, sieht man gerade nicht, ne? Ich kann das vielleicht, kannst du ein bisschen rauszoomen noch? Dann kann ich Drachen wollen übrigens immer zu zweit in einem Gebiet sein, genau zu zweit. Nicht alleine, nicht zu dritt, genau zu zweit. Dann geben sie 7 Punkte in der Area. Das lohnt sich also sehr. Dirk, kannst du noch ein bisschen rausgehen? Wieder raus wieder? Ein bisschen, ja, ein Stück. Damit, ich habe jetzt auch meine Sache da vorne hingelegt, damit Leute das sehen können. Na klar, ich kann auch mit dem hier mit rein. Guck mal, dann gebe ich das mal mit. Wenn du das Colorland noch ein bisschen nach oben schiebst, weil gerade sieht man das nicht, weil da unsere Gesichter drauf sind. Ich will ja hier alles haben, ne? Ich leg das einfach mal. Also hier, dann frisst der Drache. Wann fressen die Drachen? Nach den Kraken. Am Ende, ganz am Ende vor der Siegpunktewertung. Also wenn wir alles aufgebaut haben. Mhm. Okay, also frisst der jetzt den, aber ich kann noch mehr reinbauen. Du kannst versuchen, ihm noch irgendwie eine Kröte ins Gebiet zu schubsen. Aber das ist ja ein anderes Gebiet, ne? Also, aber ich nehme eine andere Kröte auf. Ja, gibt's noch ein anderes Gebiet. Okay, ich bin durch. Du könntest das hier dann noch irgendwann wieder hinlegen am Ende und dann könntest aber du deinen Zentaurum schützen. Aber die Kröte gibt's tatsächlich nicht überall, aber du könntest, wenn du noch einen Zentauren da reintust. Genau. Das ist gut. Das lege ich, wann ich will. Ja, am Ende. Am Ende. Okay, am Ende. Das ist ja entspannt. Gut, Dirk, zerschnibbel was. Ich ahne, wann Ende ist. Ja, ja. Wenn alle zerschnibbelt haben. So. Jetzt habe ich verstanden, jetzt kann ich mir Gedanken machen. Wir haben noch ein paar Minuten. Also ich glaube, eine Runde rum kriegen wir noch hin. Und dann müssen wir auch die Auswertung schon wieder machen. Da bin ich noch vorbereitet. Aber ich finde das Spiel sehr spannend. Also die Mechanik gefällt mir. Und ich glaube, da kann man sehr viel mehr nachdenken, als wir es gerade tun. Oh ja. Man sollte sich nicht nach 40 Stunden streamen. Ich wollte gerade sagen, nach so 4 Tagen Stream ist es ganz schön anstrengend.
Das sieht jetzt... So. Oh. Take it or leave it. Okay, ich darf zuerst auswählen diesmal, ne? Noch einen Drachen will ich definitiv nicht in dem Gebiet haben. Ich will auch nicht unbedingt, dass irgendwas gefressen wird. Ich finde meine Schildkröte toll. Boah. Mhm. Ist schwierig, sag ich, wie es ist. Ich nehme den hier. Einfach den Goblin und bekomme dann so ein Ding da drauf. Mhm, was ist denn das hier für ein Scheiß? Hören Kröten sich, die fressen sich nicht gegenseitig, ne? Nee. Die Kröte musst du auf jeden Fall schlucken. Schluck die Kröte, Dirk. Alles klar. Ja? Aber jetzt frisst doch jeder Drache ein, ne? Das ist gut so. Ja, das Spielmaterial ist... Ich kann ihn ja schützen, okay, lassen, dann, ne? Wenn ich so mache nachher gleich, ja, dann... Oh, cool, ich glaube, das ist der Sieg. Glaube ich nicht. Okay. Gucken wir mal. Dann, deine Schnippel okay. Wieder? Ich schnibbel, ich nehme mal die Schere, weil die ist einfach geil. Aber gerne. Go, schnibbel it. Ich schnibbel, glaube ich, das hier. Was haben wir denn da? Vielleicht spannend. Ich möchte gerne das mal so hier machen. Achso, ich habe noch gerade die... Du hast auch hier so bekommen. Nee, den habe ich schon. Den Zaun? Aber den Zaun kriege ich noch, die Brücke. Brücke sehen und sterben. Habe ich auch gesagt. Ja. Ja, vielleicht hätte ich das anders machen sollen. Oh, war das dumm. Oh, ich raste aus. Jetzt ist zu viel. Ja, es ist auch. Da ist kein Teaser bei. Oh, ja, verdammt. Dann mache ich das so. Und dann mache ich das. Mache ich das so hier. Und hoffe, dass das funktioniert. Ja, man muss halt dann mit seinen Sachen leben. Einmal zerschnibbelt, ist zerschnibbelt. So. Richtig. Ich mache das gerne so jetzt. Ich darf zuerst aussuchen, ja? Mhm. Aha. Brauche ich alles gar nicht so. Ich will ja viele von den Goblins haben, ne? Komm. Ja, machen wir mal so. Und dann gibt es hier so zwei, ne? Ja. Weißt du, ich habe gehofft, dass du mir den Goblin überlässt, weil das so das unattraktive Ding ist. Aber du gönnst es dir einfach. Ja, ich finde das gut. Okay. Ja, ich finde das gerade furchtbar. Ja. Puh, gar nicht so leicht, ne? Sag ich ganz ehrlich. Ich würde sagen, ich nehme... Warte. Wenn ich aber so einen Zaun da gleich zwischenlege, dann zählt der auch nicht mehr zu dem Gebiet, ne? Was? Wenn ich hier jetzt einen Zaun hinlegen würde, dann zählt das aber nicht zum Gebiet vom Zaun. Genau, dann ist er nur zu zweit. Verstehe. Okay. Aber ich könnte hier zwei Zäune hinlegen. Das ist ja okay. Gut, dann nehme ich das hier halt, ne? Und muss es anlegen irgendwo, was natürlich lästig ist, aber ich kann vielleicht den hier machen. Ja, das finde ich gut. Okay, dann, ich hab's zerschnibbelt, dann bist du dran, ne? Ich brauch auf jeden Fall die andere Schere. Ja, die Schere ist die Schere. Ich fühle deinen Schmerz. Nach dem Spiel schmeißen wir die weg. Ich mache euch hier was richtig Schönes. Das wird alle Tetris-Fans so richtig hart freuen. Und wie gesagt, hier, also es sind wirklich sehr viele Blöcke. Es gibt, ich glaube, im Grundspiel sind zwei von diesen Blöcken dabei. Von diesen, die sind so groß. Also das ist eine ganze Menge Kram. Man muss ja auch nicht in jeder Partie was zerschneiden. Man kann ja auch beim nächsten Mal sagen, wir spielen einfach das, was wir im letzten Mal zerschnibbelt haben, nochmal und gucken, wie man es richtig macht. Ja, ich wollte gerade sagen. Und es gibt dafür auch wieder Packs zu kaufen, wie gesagt. So, Dirk, was nimmst du? Eindeutig. Ich habe eine Tendenz. Eindeutig gar keine Ahnung. Und dann habe ich alles richtig gemacht. Warte mal. Ich würde sagen, ich nehme... Nein, ich darf nicht. Ja, ich nehme das. Oh, da freut er sich aber ein bisschen sehr doll, finde ich. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich so sehr freue. Ich nehme das. Doch, ja, finde ich gut. Ist okay, glaube ich. Du hast halt den Zentauren-Bonus. Gut. Okay. Dann, dir ich noch einmal was zerschnibbeln? Die Zeit haben wir noch. Ja. Und dann machen wir Punkteauswertung. Oh ja, da. Okay. Das sieht aber bei euch auch tatsächlich sehr gut aus, muss ich sagen. Also, wenn man nicht so schön schneidet, ich kenne Leute, die würden da echt ja, das war halt wirklich diese Kinderschere. Das tut mir leid. Sonst hätte ich das auch gerne schöner gemacht. Das stimmt. Ja, hier ist aber auch ohne Kinderschere. da muss ich jetzt aufpassen, oder? Mhm. Ja, vorsichtig. Das Denken dann schneiden. Willst du in der Kamera noch ein bisschen, dass alle sehen, wie blutig du das zerschnibbelst? Guck mal da. Oh ja, schön. Aua, tut das weh. Ich darf zuerst wählen, wa? Wähle weise. Ich nehme das Ding und baller hier noch ein Goblinus dran. Das ist ja gar nicht so toll. Was machst du denn da für ein Scheiß? Ich weiß, das ist richtiger Käse, oder? Das ist richtig Mist. Ja, bist aber gewählt so, dass es für mich gut ist. Mhm.
Ja, ich sehe ja schon. Überraschenderweise. Aber der wird, ja, Alter, was für Pest und Cholera. Ja, ja. Also das dauert jetzt nach überleg Sendung, du mal. Verschieben sich um 10 Minuten. Überleg du, während du überlegst und wir die Punkteauswertung machen gleich, möchte ich gerne das Raffle mal starten. Guck mal, Raffle mal. Also wir haben hier Space Taxi, wir haben hier Greenville und wir haben hier... Der? Ja, der. Wir haben hier Dreamscape für alle, die Bock haben. Raffle funktioniert folgendermaßen. Ich werde jetzt ein Codewort von euch fordern. Und das Codewort schreibt ihr bitte in den Chat. Ich rede einfach mal über die beiden drüber. Codewort in den Chat schreiben und dann seid ihr im Lostopf. Bitte nur einmal. Beim zweiten Mal wird man disqualifiziert, leider. Tut uns leid. Und dann nach unserer Punkteauswertung werde ich einen aus dem Lostopf ziehen lassen oder eine. Und diese glückliche Person wird dann diese drei Spiele nach Hause geschickt bekommen. Das Codewort, was ich gerne von jedem im Chat lesen wollen würde, ist Cutterland mit großem C. Einfach, weil es hier gerade auf dem Tisch liegt. Also Cutterland mit großem C bitte in den Chat schreiben. Das ist das Codewort. Und dann wird gleich nach der Punkteauswertung der Gewinner oder die glückliche Gewinnerin gezogen. Nach der nächsten Maus. Okay, das haben wir in die Wege geleitet. Dann würde ich sagen... Jetzt Punkte oder was? Habt ihr entschieden? Ja. Ja. Jetzt wird erstmal das Fressen gemacht. Ja. Zuerst legen wir unsere, unsere Dings. Stimmt. Wände oder Dinge. Und für jedes nicht genutzte bekommt man noch einen Bonuspunkt, glaube ich, ne? Für jedes nicht genutzte Ding bekommt man. Dann ist ja auch. Bekommt man nochmal einen Bonus in der Wertung. Und zwar, ich glaube, einen Punkt. Ich glaube, nicht viel. Das steht hier rechts, ne? Each unused, ja. Gibt einen Victory Point. Genau. Naja, man muss ihn nicht benutzen. Okay. Und ich glaube, ich benutze meinen auch nicht. Sag ich, wie es ist, brauche ich nicht. Ich habe was zu gut geplant. Ist dünn. Ach, ich bekomme noch einige, ne? Ich bekomme noch zwei von den Dingern. Guck mal da. Mhm. Hier, das sind alles meine. Alles meine. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt nicht das Interesse noch hier groß was. Nee, behalt die. Okay, cool. Dann würde ich sagen, fangen wir bei dir an zu fressen. Was wird denn bei dir gefressen? Bei mir wird Folgendes gefressen. Als erstes ist hier der Krake unterwegs. Mhm. Dieser Krake frisst die beiden Frösche auf. Ja? Der ist verknüpft hier mit einer, mit einer Brücke, deswegen frisst er den mit. Gibt also jeweils zwei Punkte. Oh, warte mal, ich fange hier mal an zu... Ah, oh, wir haben, haben wir einen Stift? Haben wir einen Stift? Ein Stift, bitte einfach schnell. Mit, einfach mit Blut schreiben sollen. Oh, ein Stift. Das funktioniert auch. Blut, Schweiß und Tränen. Haben wir nicht hier irgendwo so eine noch geheime Schublade an dem Tisch? Bestimmt. Ist bestimmt keiner hier, der einen Stift bringen kann? Haben wir keinen Stiftbringer kurz? Nee, gibt keinen Stiftbringer. Wir sind die Stiftbringer. Oh, dann bin ich ganz kurz weg. Wie vorhin, Warcraft. Da kommt der Stift. Uta Stiftbringer. Ja, jetzt kommt die Regie. Aha. Ja, warte mal. Danke, jetzt haben wir Stifte, ganz, ganz viele Stifte. Die brauchen wir gar nicht. Oh, aber gut. Okay. Dann, der schreibt. Ja, okay. Dirk, Daniel, nicht. Ben. Ja, Kraken. Ja, genau, Krake, hier frisst er zwei Frösche und dann frisst der andere Krake, also im Prinzip frisst der fressen meine Kraken sechsmal. Wirklich? Ja. Krass. Das heißt, es gibt 12 Punkte für die Kraken. Ja. 12 Punkte für die Kraken. Nicht schlecht. Dann, machen wir jetzt bei mir erstmal alle Punkte oder machen wir überall fressen? Ich hätte überall erstmal fressen. Okay, cool. Dann, bitte, das war's bei mir. Du hast mein Drache ist tot. Und der andere Drache? Er hat niemanden in seinem Gebiet. Okay, gut. Ja. Meine Drachen fressen jeweils einen der Frösche. Ja. Das heißt, ach so, leg mal auf die Gefressenen so einen Totenschädel, so ein Totending. Oh, da wollen ja aber einige, du. Ich lasse meine beiden Frösche fressen, um keine Minuspunkte zu bekommen. Und... Ja, der Rest ist dann alles fein. Was passiert bei dir? Bei mir gar nichts. Ich schiebe das mal ein bisschen ins Bild und zerstöre dabei alles. Perfekt. Ja, wirklich. Vorsicht. Wenn Drache was frisst, bekommt man... Nichts. Nichts, gut. Dann würde ich jetzt bei dir mit der Wertung anfangen, weil wir haben das Fressen erledigt. Habt ihr keine Kraken oder was? Nö. Nö. Okay, was hast du denn da so? Wir fangen an mit den Goblins. Ja, ich habe einmal zwei Goblins. Gibt 5 Punkte. Gibt 5 Punkte. Du hast Zentauren? Ich habe keinen Zentauren. Okay, hast du eine Schildkröte? Alpha Centauri. Ja, eine habe ich. Genau, eine gibt 10 Punkte. Die sitzt in deinem, ach so, genau. Ja, in meinem Turm. Eine 10 Punkte. Hast du noch Krönen? Krönen habe ich keine zum Glück. Hast du noch was über? Ich habe noch 2 so Mopeds übrig. Dann kriegst du 2 Punkte dafür. Gut. Dann sind wir bei mir. Ich habe erstmal
Achso, Drachen? Du hast keine zwei. Keine Drachen, die was können. Nee, leider nicht. Dann habe ich hier bei mir, ich habe keine Kraken. Ich habe 3 Goblins in einem Feld, gibt 9 Punkte. Mhm. Habe ich alle in meinem Moor hier drumrum. Dann habe ich einen Zentauren, der aber nur ein Feld hat. Das ist dann ein Punkt. Der ist ziemlich eingepfercht. Dann habe ich 2 Drachen in einem Land, die beiden. Each Dragon scores 7 Victory Points for each area with 2 Dragons. Das heißt, ich bekomme da 7 Punkte für die Drachen. Ja. Nicht dich, sondern ich. Ich bekomme 10 für meine Schildkröte. Auch eine Schildkröte, oder was? Guck dir die mal an da. Mhm. Keine Minuspunkte und 3 von denen über. Das heißt, kriege ich nochmal 3 Punkte. Ben. Das hast du mit einem Punkt gewonnen. Ah, mal schauen. Gucken wir mal. Also ich habe, was ist das erste? Kraken? Haben wir, Kraken hast du nicht, ne? Nee. Goblins habe ich auch 3. Aber die sind getrennt, ne? Die müssen... Genau, es gibt hier gibt es dann 5 Punkte für und für den Einzelnen gibt es nochmal 2. Also 7, das heißt 7 Goblin-Punkte. Okay, dann habe ich doch nicht weit von Sieg weg. Dann ist... Zum Tauren habe ich hier 2, 4, 6, 8 mal 3, 24 Punkte. Nee, Moment. Nur bei einem, also at least one Centaur. Okay, man sollte auch mal das Spiel verstehen. Ja, alles deswegen gut. Vielleicht ganz kurz, bei dir wäre es taktisch besser gewesen, den wegzulassen. Mhm. Dann wäre hier nochmal 4 Punkte gewesen. Die beiden Drachen hätten 2 Centauren gefressen, hätte dir nichts ausgemacht. Hätte ich willst doch es gemacht. Willst du es noch machen? Ja, so ist es nicht. Können wir ja mal machen, okay, oder? Ja. Das heißt, du bekommst. Ändert aber nichts. Die beiden werden gefressen quasi, aber das. Ne? Aber das ist schon jetzt ordentlich. Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 Punkte ist 12 schon. Ja, ich habe mit 24 besser als 8. Geplant. Ja, 24 wäre trotzdem besser gewesen. Yeah. Okay, deine Drachen geben nochmal 7. 7. Du hast keine Schildkröte. Nein. Und du hast noch. Eine 3. Minuskröte. Eine Minuskröte, minus 2. Minus 2, genau. Und 3 Teile unused dann. Okay, ich rechne. Unterhalte die Leute kurz. Ich glaube, du hast 29. Stressig. Ich habe 29. Ich glaube, du hast 30. Ich habe 10, 17, ich habe 3, ja. Und in meiner Rechnung hatte ich 29, das ist jetzt aber mindestens 8 Punkte 19, weniger. 19, 26, 19, du hast 27. Was? Okay, ach ja, ich habe ja wieder plus 5 bekommen. Ja, ja, war eben knapp, aber 29, 30, wirklich 27 knapp ist auf super jeden knapp, Fall. Ja. Bam, ich habe gewonnen mit 30, aha, dich dahinter mit einem Punkt aber und du knapp mit 27, weil einige Spielmechaniken noch nicht ganz klar waren. Und mal gucken, was passiert wäre, wenn irgendwas noch weitergegangen wäre. Wenn wir den dritten noch zerschnippelt hätten. Da hätte ich aber ganz ehrlich, dann wäre es erst richtig, dann ging ja meine Taktik erst ab. Ja, aber hallo. Also ich finde das ziemlich cool, das Spiel. Ich habe ja auf 3 Runden gespielt. Ja. Einmal bitte das Raffle auflösen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Oh ja. Mhm. Raffle auflösen, ich schaue in den Chat. Was hältst du vom Spiel, Ben? Deine Kritikermeinung? Meine Kritikermeinung, ich finde das mit dem Zerschneiden super witzig. Wie immer, wer mich kennt, weiß, dass man Sachen zerschneidet bei Spielen, stört mich überhaupt nicht. Das ist halt so ein Ding, das ist, kannst du erlernen. Das ist ein Spiel, das habe ich zu Hause. Und diesen ganzen Block einmal durchspielen, alle meine Freunde das Ding einmal hinsetzen, das ist den Gag auf jeden Fall wert, weil ich glaube, da hätte jeder Spaß. Und ich sage, hier, nimm die Schere, zerschneid es. Schon witzig. Und danach kann man es immer noch spielen, wenn man es danach noch spielen will. Ich glaube tatsächlich, ich würde das halt spielen, einmal durch mit allen Leuten, die ich kenne, dann wäre es auch gut. Aber dann hatte ich 5, 6, 7, 8, 9, 10 Abende Spaß für, weiß nicht, 20, 25 Euro, das wäre es dann auch wert gewesen. Ja, ist okay. Ja. Safe. Also ich kann auch sagen, ich finde es ganz cool und ich bin gespannt, was man noch alles daraus holen kann. Und das ist mit diesem Area Control und so schon, oder ne, legen, das ist schon auch, also da steckt was hinter. Ich nicht erwartet tatsächlich, muss ich sagen. Ich dachte, der Gag ist wirklich nur das. Ja, wir haben einen Gewinner. Yoshi 72. Herzlichen Glückwunsch. Ah. Dir gehört das Paket. Greenville, Dreamscape und Space Taxi obendrauf. Herzlichen Glückwunsch. Bitte melde dich per Mail bei gewinne@nerdstar.de. Wird auch im Chat sicherlich gepostet. Ich bin gerade nicht ganz unten. Mit Name, Anschrift und was er gewonnen hat. Name, Anschrift und was du gewonnen hast. Genau. Steht hier. Und noch wichtige Info noch, die, wir haben die ja teilweise auch hier benutzt. Ihr kriegt ja manchmal Zuspiele, manchmal offene Spiele. Wir haben die alle sorgsam behandelt und auch immer wieder alles reingeräumt. Wenn da tatsächlich irgendwo irgendeine Kleinigkeit fehlen sollte, die Verlage sind so cool, die kann man einfach anschreiben, eine E-Mail, sagen, hier, haben die im Stream benutzt, fehlt ein Teil. Da fehlt die schicken Ding euch das sofort zu, ist gar wirklich kein Problem. Ja, Verlage sind das wie cool. Das ist generell so. Je nach dem Motto, da wurde schon was zerschnitten. Ja, also Vierkant weiß ich nicht. Das ist schwieriger, ich würde das gern reklamieren. Aber das ist meistens einfacher als zu sagen, hier, Nerds, das macht ihr das mal und so und laden einfach Verlag anschreiben, dann läuft das. Aber sonst würden wir euch notfalls aber auch eins basteln, also ja, so ist ja nicht. Ich wollte gerade sagen, so, ja, vielen Dank fürs Mitmachen beim Raffeln, vielen Dank hier fürs Zuschauen bei unserem Format Unplugged während des Spiel-Digital-Streams und jetzt muss ich mit einem traurigen Auge, mit einem lächelnden Auge unsere
unseren letzten Slot ankündigen. Die Closing Party wird jetzt hier nach einer kurzen Pause beginnen. Aber es gibt da richtig viele Dinge noch, ne? Es gibt noch einiges auf der Bucketlist. Können wir das vielleicht ganz kurz mindestens sagen, was alles auf der Bucketlist ist? Ja, viel. Wir haben noch die Megabox, die wir verloren. Die Megabox? Die wird verruffelt. Dann haben wir, glaube ich, auch noch jemanden noch zugeschaltet, remote auch wieder. Ich habe gerade einen Namen vergessen. Christoph will nicht, dass wir zu viel spoilern. Und es gibt wieder was zum Mitmachen noch. Ja, also Stefan ist doch nicht mehr da, der Quizmaster, aber wir haben ja auch noch einen Quizmaster vielleicht, wer weiß das schon. Ja, also es wird sehr spannend, Closing Party, Open End, nicht nur eine Stunde nehme ich an, ne? Also bleibt dran, 2 Stunden lang Closing 20 Party. 20 Stunden. Nee, irgendwann ist auch so ein Stream einfach auch zu Ende. Also Pause, bis gleich. Ja, bis gleich.